Die Formel 1 hat einen neuen Weltmeister, ein Doppelsieg des Mercedes-Teams und ordentlich Stress zwischen Charles Leclerc und Carlos Sainz. Ich blicke mit euch auf alles, was relevant war beim großen Preis von Las Vegas. Macht also gern ein kostenloses Abo und drückt doch gerne Daumen um. Let's go. Gimmel Dire beim Start und was soll ich sagen, George Russell gut weggekommen, aber auch Charles Leclerc an der Innenseite konnte er direkt von P4 auf P2 vorgehen, seinen Teamkollegen überholen und das war eigentlich auch schon die Grundbasis und wir gucken uns das Ganze noch einmal an hier, ich hoffe es wird nicht gestrikt, aber wir beginnen mal hier beim Start und da ist auf jeden Fall eins zu sehen. Charles Leclerc kommt verdammt gut weg. Eigentlich, ja, der Alpine ist eine Riesenschwachstelle. Pierre Gasly ist eher schwach weggekommen und an der Innenseite konnte dann Leclerc direkt an Gasly und natürlich auch an Carlos Sainz vorbeigehen. Tolles Überholmanöver, aber das blieb nicht lang so. Denn bereits in Runde 2 arbeitete sich auch Leclerc an George Russell dran. Und das war auch meine, sagen wir mal, reelle Konstante. Denn ich habe die Ferrari als klar stärkstes Team gesehen. Doch ich sollte so falsch liegen. Wir blicken auch mal hier. Am Anfang konnten sich alle noch gut halten, bis dann in Runde Nummer 4 der erste Angriff kam von Charles Leclerc bereits in Turn 14 rein in diese Schikane, hat es versucht und dann Richtung Kurve 1 kam dann der Angriff. Und ja, er hat es natürlich probiert, außen dran zu bleiben und da ja, hat Russell so halbherzig die Tür zugemacht und das ist auch kein Spot, wo man jetzt, sagen wir mal, normalerweise überholt. Natürlich wollte er das Überraschungsmomentum, aber das ist sich nicht ausgegangen und so war es auch klar, dass Charles Leclerc da dahinter bleibt. Weiter hinten, in Runde Nummer 7, hat sich auch Lewis Hamilton seinen Weg nach vorne gebahnt. Nach dem verkackten Qualifying ist er ja nur von P7 aus, von P10 aus ins Rennen gegangen. Und hier haben wir schon den Kampf dann gegen Lando Norris. Nur kurze Zeit danach, in Runde 7, hatten wir dann schon den Kampf gegen Lando Norris, der sich nach dem Start ja nicht gegen Verstappen durchsetzen konnte. Und da hat sich auch schon ein bisschen gezeigt, dass der McLaren vielleicht doch nicht so stark an diesem Wochenende ist, als man gedacht hat. Weiter vorne hat sich auch Max Verstappen durchgearbeitet. Zuerst Pierre Gasly, dann auch noch Carlos Sainz und zu guter Letzt in Runde Nummer 9 hier auch Charles Leclerc. Und ich dachte mir so, ihr hattet den falschen Flügel, habt den mit der Hand irgendwie Freestyle abgesägt und immer herumgemeckert, dass ihr die schwächste Race Pace habt und der fährt da vorne, keine Ahnung, fährt da vorne den einen, über den einen und den anderen drüber. Also da waren wir schon so, what? What? Aber das hat sich dann später auch noch ein bisschen geändert, würde ich fast sagen. In Runde Nummer 9 leitete dann Charles Leclerc, Lando Norris und Oscar Piastri die Boxenstopp-Phasen ein. Und natürlich, wenn einer nach dahin zieht, kommen auch alle anderen rein. Aber zuvor sollte es noch einen kleinen Schreckmoment geben. In Runde Nummer 16 hatte nämlich ja Pierre Gasly, der auch schon ein schwaches Rennen hatte, muss man tatsächlich zugeben. Ich meine, er konnte es den Erwartungen vom Qualifying nicht trotzen, musste wirklich viele Plätze hergeben. Er war zu diesem Zeitpunkt da schon hinter Piastri und Alonso zurückgefallen und dann kam tatsächlich der Motorschaden. Also schade, schlechtes Wochenende, aber man muss sagen, Motorschaden ist jetzt kein Schaden, den er eingefahren hat. Das heißt, sein Rekord könnte weitergehen. Falls ihr nicht wisst, von was ich rede, natürlich ist es jener Rekord von Pierre Gasly, der besagt, dass er der einzige Pilot im gesamten Fahrerfeld ist, der noch keinen Schaden durch Crash oder Unfälle verursacht hat. Eine echt starke Bilanz und das nach 21 Rennen, das zählt meiner Meinung nach nicht dazu, denn er kann ja nichts dafür. Aber was sagt ihr? Da musste dann natürlich abstellen, meine Hoffnung, vielleicht Safety Car, VSC, irgendwas, damit wir endlich mal Spaß bekommen. Nein, denn er ist in die Box abgebogen. Ich muss euch da noch eine kurze Short-Story erzählen vom Beginn an des Rennens, denn das ist eine ganz interessante Sache. Ich bin mir sicher, das habt ihr nicht mitbekommen im Rennen, aber man hat ganz zu Beginn des Rennens Esteban Ocon, also auch in dieser Boxenstopp-Phase, früher als alle anderen, ich glaube es war Runde, nagelt mich nicht an, 9, 8, irgend sowas, hat man Esteban Ocon reingeschickt, denn man wollte quasi vorbeugen. Doch das war ein Missverständnis an und für sich, denn Esteban Ocon dachte, er soll an die Box kommen, aber sieht mal links, niemand da, keine Box da, ist einfach mal weitergefahren und das bedeutet eine Durchfahrtsstrafe quasi für lau gemacht, ist dann eine Runde später nochmal an die Box gekommen und das hat natürlich sein komplettes Rennen
ja, ihr wisst, was ich meine. P17 am Ende, und das hätte man besser lösen können. Ich meine, natürlich, wenn man sich da eher blöd abspricht, nur mit diesen Tafeln und so. Ja, aber es gibt auch in der neuen Formel 1 Funk. Also warum hat man da jetzt nicht unbedingt einen Funk benutzt? Also ihr solltet uns das schon mal aufklären, falls ihr das, ja, falls ihr das könnt, mein liebes Alpine-Team. Und ja, aber egal. Wir springen also hier zurück in Runde Nummer 22. Jetzt waren auch schon die Führenden an der Box. Max Verstappen hat reagiert. Dann natürlich auch George Russell und auch Lewis Hamilton. Der ist etwas später reingekommen und landete dann tatsächlich ganz knapp hinter Charles Leclerc, zu diesem Zeitpunkt drittplatzierter war. Und man muss sagen, der hat seinen Job da wirklich gut gemacht, oder man hat das, glaube ich, auch unterschätzt aus Mercedes Sicht, denn das ist unfassbar, was für eine Pace Lewis gerade im zweiten Stint aufweisen konnte. Hier sehen wir das Ganze, zuerst geht an Leclerc und dann auch hier an Verstappen vorbei. Der ist mal mit Hirn gefahren, denn das passiert, glaube ich, auch nicht so oft, wenn im 1 gegen 1 fertig ist, aber man muss tatsächlich sagen, der hat sich gedacht, so, Lando ist hinter mir, mehr brauche ich nicht, und so war es dann auch. Ich meine, es ist nur der 5. Platz am Ende geworden, aber da kommen wir später noch dazu. In Runde 8 kam, glaube ich, das Highlight von Sergio Perez kompletten Grand Prix Wochenende, oder sagen wir mal von den letzten 10 Wochenenden, denn hier überholt er seinen direkten Widersacher Liam Lawson. Und ich glaube, es ist Kevin Magnussen, lasst mich, wenn ich mich nicht irre, aber direkt in den Double Overtake in Turn 14 rein. Starkes Überholmanöver. Man muss aber auch sagen, das eine Team ist ein Kundenteam und das andere Team ist, ja, Haas. Aber trotzdem, starkes Überholmanöver. Das darf man nicht beneiden. Auch wenn ich da jetzt kein großer Fan von bin. Ja, ein bisschen über den Abweiser drüber gebrettert, hat auch wahrscheinlich jetzt keinen Schaden verursacht oder so, aber war ein starkes Überholmanöver. Und hier sehen wir das Ganze noch einmal. Hier zieht er sich im Double Slipstream an, bleibt an der Innenseite dran, sitzt so ein bisschen auf. Ja, der Haas bleibt eindeutig über, es ist K-Mac, der bleibt über, und hier aus der Perez-Sicht, und das muss ein riesen Genugtuung sein aus Perez seiner Sicht. Er hält hier drauf, lässt auch Lawson wenig Platz, aber er konnte atmen, es war kein Forcing Drive off Track oder so, und zack, geht dann hier rein, mega starkes Überholmanöver, und ich bin mal gespannt, wie das weitergehen wird zwischen den beiden. So, lala. Und hier haben wir dann auch den Ausgang aus Kurve 15. Und auch Lewis Hamiltons wunderbare Aufholjagd. Das war der erste Streich gegen Nico Hülkenberg, dann hier gegen Oscar Piastri auf der Geraden, und das, obwohl man eines der langsamsten Autos hat. Auch Yuki Tsunoda musste trotz DRS-Hilfe hier dran glauben, bevor er sich dann an Pierre Gasly vorbeiarbeitete. Und dann ging es schon an die Final Five. Zuerst Lando, noch vor den Pitstops. Nein, das war schon danach, sorry. Natürlich war das danach. Dann nochmal Perez, jetzt hier Verstappen und dann auch noch den Ferrari von Charles Leclerc. Tolle Aufholjagd. Der Ferrari war anscheinend nicht dabei. Und das war's dann eigentlich schon. Also man muss sagen, Charles Leclerc, der war zutiefst abgefuckt, denn er hat halt wirklich gesagt, so, ich bin ein guter Junge, ich habe das gemacht, weil es das Team verlangt hat von mir, aber es war halt abgesprochen, dass wir uns nicht pushen, dass Charles Leclerc, dass Carlos Sainz uns nicht überholen soll, und er hat sich wie immer nicht dran gehalten, aber er hat auch damit gerechnet, und er hat wirklich da auch gesagt, ich sollte jetzt lieber meine Klappe halten, denn man, mir tut der Mann so leid. Ich meine, der tut gefühlt alles für Ferrari und wird dann immer von hinten und vorne, nein, also versteht mich nicht falsch, aber Charles Leclerc ist wirklich einer der ärmsten Schweine im gesamten Fahrerfeld. Der ist seinem Team so treu und die scheißen ihn von vorne bis hinten an. Ich meine, wer ist ausgemacht? Leclerc bleibt vorne, Sainz soll nicht pushen. Was macht Sainz? Er überholt ihn, weil er geil aufs Podium ist. Verursacht dann natürlich auch noch, dass Verstappen ihn zwischenzeitlich überholt hat. Ich meine, ja, auch wenn die Pace vielleicht von Sainz dann doch besser war. Aber man muss sich halt auch an Abmachungen halten. Ich meine, seine Antwort war auch cool, und er hat gesagt, vielleicht solltet ihr es mal auf Spanisch probieren. Das würde er vielleicht verstehen. Aber ja, mir tat er da in diesem Moment echt leid. Das war direkt nach der Zieldurchfahrt. Jetzt blicken wir mal hier auf das Final Klassement. Und da haben wir natürlich mit Pierre Gasly und Alex Albon zwei Ausfälle. Aber keine Safety Car, keine Red Flag, keine gelbe Flagge. Eigentlich nichts. Kein VSC, kein gar nichts.
Ja, was soll ich euch sagen? Wir beginnen mit der Benotung. Auf dem 18. Platz Valtteri Bottas, der bekommt von mir eine klare 4. Sein Teamkollege hat ihn das ganze Wochenende im Schatten stehen lassen und meiner Meinung nach, ja, ist es eigentlich schon fast verdient, dass er da rausgeworfen wird. Ich bin großer Bottas-Fan, aber man muss jetzt auch sagen, wenn ein Fahrer wirklich so wenig Interesse zeigt, irgendwas zu können, ich meine, der ist ein Pilot, der hat jahrelange Erfahrung und das muss man dann auch wirklich mal zeigen. Auf dem 17. Platz, Esteban Ocon, man muss sagen, durch diesen ja, Boxenstopp-Fail tut er mir echt leid und ja, er bekommt von mir trotzdem eine 3. Liam Lawson auf 16 hat mir mehr erwartet von dem Jungen. Ich meine, wenn man sich anguckt, wo Yuki ist, wo er ist, eine klare 4. Auch wenn das erst einer der ersten Rennen von ihm ist. Lance Stroll war eigentlich nah an seinem Teamkollegen dran, aber hat dann irgendwann komplett abreißen lassen und dann halt er wirklich am Boden verloren, eine 5. Franco Colapinto, auch eher schwaches Wochenende. Er hat natürlich keine Referenz zu Albon, der war aber auch etwas weiter vorne, dann mit Motorproblemen ausgeschieden. Franco bekommt von mir eine 3. Guan Yu Zhou, ich muss sagen, eines seiner besten Saisonergebnisse, auch wenn man auf X geschrieben hat, so wir waren close dran, sah ich das jetzt nicht unbedingt, weil 13. ist jetzt nicht unbedingt close, aber von mir bekommt er eine 1, weil es ist wirklich eine außerordentlich gute Leistung. Kevin Magnussen mit Liam Lawson aneinander geraten. Ja, aber sonst so ein unauffälliges Rennen tatsächlich. Kennt man gar nicht von K-Mac. Eine 3. Fernando Alonso von mir auch nicht 1, weil er hat wirklich mal aufgezeigt, er ist weit hinten ins Rennen gegangen und das ist ein gutes Endresultat, muss man sagen. Und ja, auf der 10, Sergio Perez, auch wenn man sagen muss, der Mann zieht Red Bull immer weiter in den Abgrund, weil ein Punkt zur Konstrukteurs-WM, so wird man auf jeden Fall Ferrari und vor allem McLaren nicht einholen. Auch wenn Max Verstappen vor beiden McLaren war, macht das natürlich dann wieder einen riesen Minuspunkt. Ja, eine 3. Ich meine, er hat immerhin einen Punkt geholt. Yuki Tsunoda, eine klare 1. Ich meine, der wuchtet seinen Racing Bull auf den 9. Platz. Auf der 8 haben wir dann Nico Hülkenberg. 1. Wirklich starkes Rennen. Ich habe mir aber auch vom zweiten Haas mehr erwartet tatsächlich. Auf der 7 Oscar Piastri. Natürlich der Fail mit der Startbox. Das habe ich euch nicht erzählt. Ja, ich meine, kann passieren, eine 3, war eher ein schwächelndes Wochenende, ist da auch ein bisschen vom Teamkollegen abgezogen worden, obwohl man auf ähnlichen Positionen gestartet ist, aber auch Lando Norris hat von mir nur eine 3 verdient. Ich habe mir echt mehr erwartet und ich habe auch echt geglaubt, dass der WM-Fight eventuell ins nächste Wochenende gezogen werden kann, aber der McLaren schien dann wirklich bodenlos schlecht zu sein. Auch Verstappen, sein Rennen war natürlich jetzt nicht erwartungsgemäß, dass er um den Sieg mitfahren wird, aber auch, dass er sich da so kampflos, natürlich muss man sagen, er hat eigentlich nur auf diese Mehrpunkte als Norris gespitzt, die hat sich, ja, haben sich dann auch ausgezahlt, einen Punkt hat er mehr geholt, aber er hätte eigentlich keinen Punkt mehr holen müssen, weil Norris hat ja 3 Punkte mehr gebraucht, ja, für mich auch eine 2, ich glaube, dass er mit dem Material auch nicht mehr drin gewesen ist. Charles Leclerc, ja, natürlich mit dem Aspekt, der Start war top, aber die Pace auch dann im Mittelstint auch eher eine 2, würde ich sagen. Carlos Sainz, kaltschnäuzig, gute Race-Pace, also wirklich, der war am Ende auch knapp.